Auf und davon. Mit der Mobiliar. Versicherungen und Vorsorge. Es sieht ein bisschen aus wie China. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Aber es ist der Flughafen Kloten. Und an diesem Ort haben wir schon ganz viele emotionale Momente erlebt. Denn wenn sich unsere Auswanderer von ihren Liebsten müssen verabschieden. Vielleicht wollen die ja auch auf und davon. Seit 10 Jahren begleiten wir schon Menschen auf der Suche nach einer neuen Heimat. Und das wollen wir feiern. Morgen am Samstagabend in einer grossen Jubiläumssendung. Da nehmen wir sie mit auf Kanada. Und dort gibt es ein Wiedersehen mit Hermann Schönbächler und Co. Aber heute Abend gehen wir jetzt erst einmal über die Sprachgrenzen raus. Weil vielleicht wissen Sie das. Auf und davon, das gibt es nämlich auch im Welschland. Unsere Kollegen von RTS, die erzählen auch packende Geschichten von Schweizerinnen und Schweizern, die ihr Glück irgendwo in der Fremde finden wollen. Und für heute Abend haben wir für Sie 3 spannende Geschichten ausgesucht. Familie Leipzig ist nach Frankreich gezogen. Sie sucht nach einem einfachen, natürlichen Leben. Jean-Luc Marquina hat Abir Soliman in Kairo geheiratet. Er ist Lampendesigner, sie ist Erzählerin und Autorin. Aline und Fred Müller träumten von weiten Landschaften. Ihr Abenteuer führte sie bis in den Yukon im hohen Norden Kanadas. Wir hatten diese Romance begleitet. Was ist aus ihnen geworden? Der Yukon vor den Toren Alaskas. Am Rande von Dawson City haben sich Aline und Fred vor 6 Monaten niedergelassen. Na ihr? Sie wollten hier, 8000 Kilometer vom Jura entfernt, Wurzeln schlagen. Aber die lang ersehnte Arbeitsbewilligung wurde ihnen nicht erteilt. Sie waren als Touristen eingereist und dachten, es wäre einfacher, die Papiere an Ort und Stelle zu bekommen. Das Nein war eine große Enttäuschung, denn sie hatten sich schon gut akklimatisiert. Wir finden uns gut zurecht und fühlen uns wohl hier. Schade, dass wir bald wieder gehen müssen. Aber sie haben sich damit abgefunden. Ehrlich gesagt fehlten mir die Schweiz, die Freunde und die Familie. Es wäre wahrscheinlich für mich schwieriger gewesen zu bleiben, als für sie zu gehen. Wir haben es versucht und gesehen, dass es doch noch einen Ort auf der Welt gibt, der uns gefällt. In diesem Jahr sind wir erwachsener und gemeinsam stärker geworden. Und das ist positiv. Dawson City, eine kleine Stadt, in der die Zeit stehen geblieben ist. Aline und Fred wollten hier neue berufliche Erfahrungen sammeln und ein ausgewogenes Leben führen. Komm, Jin. Boogie, frierst du? Kommt an die Wärme. Hier erzählen sie, wie dieses Abenteuer sie in den letzten Monaten verändert hat. Wir haben vieles ausprobiert und haben uns aus unserer Komfortzone rausgewagt. Es tut einfach gut. Da merkt man schnell, was einem im Leben wirklich wichtig ist. Man spürt, was man will, was man nicht mehr will und wo es einen hinzieht. Vorher waren wir nicht wirklich bereit, eine eigene Familie zu gründen. Aber jetzt beginnen wir daran zu denken. Diesbezüglich sind wir ein Stück weitergekommen. Dank dieses Abenteuers sind wir das Thema angegangen. In einem Monat werden sie Familie und Freunde wiedersehen, die sie vor einem Jahr verlassen hatten. Da kommen Erinnerungen hoch und es wird ihnen bewusst, welchen Weg sie zurückgelegt haben. Dezember 2016 in Halle, in der Nähe von Porrentruy. Aline und Fred organisieren einen Flohmarkt.
Sie lassen alles hinter sich. Wir wollen weg, weil wir gerne reisen und neue Horizonte entdecken wollen. Und wir möchten unseren Schweizer Lebensstil verändern. Wir möchten näher an der Natur und viel einfacher leben. Nach dem Quebec wollen sie in den Yukon. Mal sehen. Das ist unser Reisemotto. Mal sehen. Bye bye und alles Gute. Danke für alles. Es gibt sehr viel Unbekanntes. Einen Standort und einen Job zu finden, ist schon mal das oberste Ziel. Danach geht es dann Schritt für Schritt voran. Der Weg ist noch weit. In Montreal müssen Sie erst mal ein Auto kaufen. So, jetzt haben wir unsere Nummernschilder. Jetzt können wir uns auf den Weg machen. Das ist unser Auto. Jetzt geht es Richtung West-Quebec. Aline und Fred sind beide 28 und seit 2 Jahren verheiratet. Sie haben ihre Anstellung im Handel aufgegeben. Als erstes in Kanada wartet eine Erfahrung im Wald von Sacré-Cœur. Für 2 Monate richten sie sich in dieser Hütte ein, ohne Wasser und Elektrizität. Solange wir ein Dach über dem Kopf haben, heizen und alle 4 zusammenbleiben können, reicht uns das. Das sind alles Erfahrungen. Dann entdecken sie die Hundezucht, bei der sie sich als freiwillige Helfer engagiert haben. Da wird ein Traum wahr. Jetzt geht's los. Nach einem Leben mit viel Zeitdruck in der Schweiz genießt das junge Paar diese Auszeit. Wir genießen es. Guten Appetit. 2 Monate später, Ankunft im Yukon. Sie haben 6 Provinzen durchquert und über 5000 Kilometer zurückgelegt. Total zufrieden. Note 10. Aber als sie in der Hauptstadt Whitehorse ankommen, wird ihr Enthusiasmus ein wenig gebremst. Wir werden alles unternehmen, um eine Arbeit zu finden und hier zu bleiben. Aber die Stadt an sich motiviert einen nicht so sehr zum Verweilen. Nein. In der Gegend steht ein Campingplatz zum Verkauf. Das interessiert sie, aber sie haben noch immer keine Arbeitsbewilligung. Ich nehme an, ihr seid schon mit den Einwanderungsbehörden in Kontakt. Wir haben damit begonnen, aber es ist kompliziert. Habt ihr einen Job? Nein. Nein. Das ist das Schwierigste. Viel Glück. Bye. Wir haben wohl geträumt, als wir angekommen sind. Wir dachten, wir hätten viel Geld. Und jetzt realisieren wir, dass die Kanadier sehr streng sind, wenn es um die Gründung eines Geschäfts geht. Die nötigen Papiere fehlen. Und für Whitehorse schlägt ihr Herz eh nicht. Sie fahren weiter Richtung Norden, um für ein langes Wochenende Dawson City zu entdecken. Schon mal für 3 Nächte? Ja. Yes. Auch während dieses Kurzaufenthaltes versuchen sie, Arbeit zu finden. Aber der ehemalige Direktor eines riesigen Hotels ermutigt sie nicht gerade. Unsere Träume schwinden nur so dahin. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen werden. Doch, doch. 2 Monate später sind sie noch immer am selben Ort. Jetzt fühlen wir uns wohl hier und könnten uns vorstellen, langfristig zu bleiben. Ja, es geht uns gut. Inzwischen haben sie die Arbeitsbewilligung beantragt. Doch die Antwort lässt auf sich warten und ihr Visum läuft bald ab. Wir verlängern unser Touristenvisum, bis wir die Arbeitsbewilligung bekommen. Sie wollen daran glauben. Ihr Traum ist ein Leben im Yukon. Das ist hübsch. Ja, sehr schön. Wir träumen immer noch von unserer Hütte in Kanada, aber uns ist bewusst geworden, dass das Leben weit ab von allem doch sehr hart ist. Man ist isoliert, muss sich durchschlagen und es ist schwierig, völlig autonom zu sein. Wir müssen das Schritt für Schritt aufbauen und möchten es ausprobieren. Mhm.
Wir bereuen überhaupt nichts. Nichts, was wir anders machen würden. Wir würden es wieder genauso machen. Wir haben vielleicht die Schwierigkeit unterschätzt, eine Arbeitsbewilligung zu erhalten. Es ist ein langes, kompliziertes Verfahren, das wir besser von zu Hause aus erledigt hätten. Wir hätten im Voraus wissen müssen, wo wir uns niederlassen und in welchem Bereich wir arbeiten wollten. Das alles galt es für uns erstmal zu entdecken. Kairo, eine der größten Städte der Welt. Hier hat sich Jean-Luc niedergelassen. Vor einem Jahr hat er die Ägypterin Abir geheiratet. Work for a woman doing like this. So? To give a good example. Sie haben sich vor 4 Jahren kennengelernt. Seither gab es viel hin und her zwischen Lausanne und Kairo. Jean-Luc kannte den Nahen Osten schon ziemlich gut. Aber hier zu leben, ist noch mal was anderes. Alles ist völlig anders. Ein totaler Kontrast zum Alltag in der Schweiz. Es ist schwierig, sich an diesen Lebensrhythmus anzupassen. In der Schweiz steht man früh auf. Hier beginnt der Tag ab 12 Uhr mittags und endet um Mitternacht. Bei den Behörden habe ich eine Niederlassung in Ägypten, gelte aber nicht als Ägypter. Er darf zwar hier leben, aber noch nicht arbeiten. Ah, Koscheri. Das ist von den Nachbarn, sehr heiß. Dann essen wir etwas später. Ja. In ihrer Wohnung hat sich Jean-Luc ein eigenes Atelier eingerichtet. Ich habe eine Lampe entwickelt, die wie ein ägyptisches Brot aussieht. Die Form gefiel mir, ich habe sie kopiert. Und so ist die Lampe entstanden. Er experimentiert und entwickelt originelle Modelle. Das ist meine Experimentierwand, wo ich verschiedene Prototypen entwickelt habe. Jetzt ist es mir gelungen, die letzte Version fertigzustellen, um eine Serie zu produzieren. Qui me permettra maintenant de faire une série. Voilà, là, c'est das hier ist eine Version mit Text. Er hofft, dass er mit der Produktion bald beginnen kann, um wieder etwas zu verdienen. Seit über einem Jahr lebt er von seinen Ersparnissen. Finanziell war es ein schwieriges Jahr, weil wir nur Geld ausgegeben haben. Wir hoffen, dass sich die Situation im nächsten Jahr stabilisieren wird und wieder Geld in die Kasse fließt. Das muss einfach passieren. Ich hoffe, von diesem Lampenprojekt einige Zeit leben zu können. Das wäre mein Wunsch. Seine beruflichen Kontakte hat er inzwischen ausgebaut. Damit begonnen hatte er, schon als er noch in der Schweiz wohnte. Lausanne. Vor 2 Jahren in Lausanne. Jean-Luc, 41, will die Schweiz verlassen, um sich in Ägypten niederzulassen und dort seine Verlobte zu heiraten. Oft sind sie in Kontakt per Skype. Ich bin ungeduldig und warte auf dich. Jean-Luc arbeitet halbtags als Sozialanimateur in einem Gefängnis. Aber er ist auch Videofilmer und ein leidenschaftlicher Lampendesigner. Ich habe viele Prototypen gemacht. So, und jetzt gehe ich nach Ägypten, um andere Lampen zu fabrizieren. Mal sehen. Bevor er ins Land der Pyramiden fliegt, feiert er noch Weihnachten mit seiner Familie. Frohe Weihnachten. Ich bin ein bisschen traurig. Es ist schon schwer, die Familie zu verlassen. Ich denke, das ist das Schwierigste. Aber seine Entscheidung steht fest. Er will in Ägypten leben und Abir heiraten. Sie haben sich dank eines Pro Helvetia-Projektes in Kairo kennengelernt. Abir ist 37 und möchte in ihrem Land weiterarbeiten. Ich könnte meinen Traum nicht verwirklichen, wenn ich in die Schweiz ziehen würde. Und so nehmen sie die Heiratsformalitäten in Angriff.
Ein Behördenmarathon mit vielen Hindernissen. Unmöglich. Das Problem ist Abirs fehlende Geburtsurkunde. Ja, das ist schon ein ziemlicher Stress. Sie werden sich mehrere Monate gedulden müssen. Wir wollten heiraten und dachten nicht, dass dies so viele Probleme mit sich bringen würde. Hoffen wir, dass es klappt. In der Zwischenzeit machen sie sich auf Wohnungssuche in Mahdi, ihrem Lieblingsquartier. Das ist eine schöne Überraschung, das fängt gut an. Das lässt ihre Herzen höher schlagen. Und Abir hätte hier genügend Platz für ihre Yogastunden. Ich liebe das. Toll. Wunderbar. Sobald sie eingerichtet sind, kann Abir ihrer Lieblingsbeschäftigung nachgehen. Sie unterrichtet mehrmals wöchentlich bei sich zu Hause. Es ist toll, jeden Tag. Ich liebe das. Und Jean-Luc besucht mehrere Handwerker. Guten Tag. Im Herzen von Kairo entdeckt er einen Lampenfabrikanten. Das ist wunderschön, wirklich wunderschön. Ich gratuliere. Sobald ich etwas besser Arabisch spreche, werde ich mit ihm zusammenarbeiten, um eine Lampe zu entwickeln. Auch diese Werkstatt eines befreundeten Altwarenhändlers besucht Jean-Luc regelmäßig. Sie inspirieren mich. Danke. Der Waadtländer entwickelt auch Projekte für Terre des Hommes. Und Pro Helvetia hat ihn mit der Animation eines Ateliers an der Kairoer Oper beauftragt. Process of creation, you know, what's going on in a Western country or in Switzerland. Der Ort hier ist faszinierend. Es ist beeindruckend. Doch am selben Abend erfährt er, dass sein Workshop gestrichen wird. Die Behörden haben interveniert und ihn abgesagt, ohne weitere Erklärungen. In Ägypten kann sich alles von heute auf morgen ändern. Man denkt, man hätte heute etwas erreicht und morgen ist es nicht mehr so. Bis heute hat sich nichts verändert. Meine Projekte haben mich viel Energie und Zeit gekostet. Der Alltag braucht viel Zeit und von heute auf morgen ist alles blockiert. Das ist schon schwierig. Wenn man hier ist, muss man dieses Risiko akzeptieren. Wir sind beide Künstler. Ein Projekt kommt zustande, ein anderes nicht. Für mich ist das kein Misserfolg. Nein, ich nenne es nicht Misserfolg. Man lernt ja während dem ganzen Prozess. Und natürlich arbeitet man immer sehr hart, um Erfolg zu haben. Der Tag beginnt bei den Leipzigs in der Haute-Garonne. Heute ist die Familie vollzählig. Normalerweise geht Justine bei Tagesanbruch zur Arbeit, aber den heutigen Morgen verbringt sie daheim. Wenn ich arbeiten gehe, ist es noch Nacht. Den Sonnenaufgang sehe ich nicht, dafür die Sterne und den Mond. Und das ist wirklich schön. Vor 3 Jahren haben Justine und Benoît ihr Leben radikal verändert. Seither leben sie gemäß ihren Wunschvorstellungen in Harmonie mit der Natur und mit den Tieren. Kann ich Mimi füttern? Ja, klar, hier. Soll ich 2 geben? 1,5. Oh nein! Sie frisst trotzdem, siehst du? Sie wollen unter umweltgerechten Bedingungen züchten. Und es ist ihnen sehr wichtig, welche Rassen sie dazu auswählen. Die Hofprodukte dienen in erster Linie der Selbstversorgung, aber sie haben auch begonnen, welche zu verkaufen. Wir haben schon Lämmer verkauft und Hasen. Wir haben auch Abonnenten, die wöchentlich Eier holen. Natürlich brauchen wir einen Großteil selbst. Die Hauptaktivität, die wir ausbauen wollen, ist die Schweinezucht. Auch
Das ist Roussette. Sie ist mein Huhn. Benoît war früher Verkaufschef und seine Frau Justine Krankenschwester. Sie haben den Schweizer Komfort verlassen, um im Einklang mit ihren tiefen Sehnsüchten zu leben. Zu Tisch. Wir frühstücken nicht oft alle vier zusammen. Deshalb genießen wir es sehr, uns am Wochenende dafür Zeit zu nehmen. Also, wer möchte was? Trotz der Entfernung zu ihren Familien würden sie ihre Entscheidung nicht rückgängig machen. So, ihr Kleinen, heute Morgen müssen wir Eier ausliefern. Zusammen betrachten sie ihren Sprung ins Ungewisse. Ende 2014 in Frankreich legt Justine unzählige Kilometer zurück, um die Kinder zur Schule zu bringen oder zum Grundstück zu fahren, das sie gekauft haben. Es sind 18 Hektaren. Es wird bestimmt Jahre dauern, bis es hier so aussieht, wie wir es uns erträumt haben. Denn momentan gibt es hier nur Gras und wir möchten, dass es üppig bewachsen wird. Aber es ist schon ein Riesenschritt zu wissen, dass wir einen Ort haben, wo wir machen können, was wir wollen. Ausprobieren und uns ein Stück weit von unserem eigenen Land ernähren. Das ist schon mal ganz toll. Im Januar 2015 beginnen die Leipzigs, ihre Jurte zu bauen. Ah, c'est grandiose. Es ist ein wunderbares Gefühl von Freiheit. Ich denke, es gibt einem auch eine andere Beziehung zu seiner Behausung. Wir wissen noch nicht genau, was wir machen werden, aber die Toiletten werden draußen installiert. Am Anfang wird gebastelt, aber mit der Zeit werden wir die Einrichtungen verbessern. Etwas macht ihnen allerdings Probleme, der Boden. Anfangs wollten sie einfach Farn wachsen lassen, haben sich aber umentschieden. Der Farn interessierte uns und wir wollten die Idee nicht gleich verwerfen, auch wenn sie verrückt und unpraktisch klang. Aber jetzt haben wir uns für einen Holzboden entschieden. Wir sind gut vorwärts gekommen, aber wir dachten nicht, dass es so viel Zeit braucht. Das kommt davon, dass wir uns nicht auskennen. Das Ergebnis lässt sich sehen, denn sie scheuen keine Mühe. Die vier leben inzwischen auf 40 Quadratmetern. Wir fühlen uns sehr wohl hier. Was den Platz angeht, kommen wir gut zurecht. Es wird bestimmt Momente geben, während denen es zu eng wird, aber wir leben ja vor allem im Freien und das hilft. Sogar abgewaschen wird im Freien. Jedenfalls leben wir im Einklang. Ich meine, wir sind nicht hin und her gerissen zwischen unseren Überzeugungen und dem, was wir leben. Es entspricht unserer Sensibilität. Die Familie verbringt mehr Zeit zusammen als in ihrem früheren Leben. Alle kommen gern hierher. Ja, eure Freunde kommen gern wegen der Tiere. Früher sah ich sie gar nicht. Ich fuhr früh morgens los und kam spät abends heim. Das ist jetzt völlig anders. Wir haben Lebensqualität gewonnen. Es ist toll zu sehen, dass wir aus einem Ort, wo nichts war, etwas gemacht haben. Man schaut gern zurück, aber natürlich bleibt noch viel zu tun. Wir genießen den Gegensatz zu unserem früheren Leben in der Schweiz. Dort schien mir der Rhythmus stressiger. Wenn man die Anzahl Stunden zählt, arbeite ich hier vielleicht mehr. Aber uns gefällt die Atmosphäre hier. Das hatten wir in der Schweiz nicht und ich genieße das auch weiterhin. In dieser legendären Region der Goldgräber haben die Jurassier Freude am Quad entdeckt.
Diese neue Freizeitbeschäftigung beschert ihnen neue Emotionen. Das ist super. Zum Glück kennen wir viele Leute und wir haben einen Freund, der uns von Zeit zu Zeit seinen Quad ausleiht. Es ist toll, sich damit im Schnee zu amüsieren. Im Gegensatz zum Schlamm im Sommer. Im Motel treffen sie ihre Freunde wieder. Hallo, wie geht's uns denn? Seit Beginn der großen Kälte ist Grillen und Goldwaschen im Fluss nicht mehr angesagt. Wir sind kaum aus dem Campinggelände rausgekommen, weil wir uns viel Zeit füreinander genommen haben. Da wir seit diesem Sommer wussten, dass wir wieder heim müssen, sind wir in unserem Eckchen geblieben. Dadurch hielten sich auch ihre Ausgaben in Grenzen und sie kommen finanziell gut über die Runden. Wir haben uns gut durchgeschlagen. Es funktioniert, wenn man gern da und dort zupackt. Hier wird viel getauscht. Das waren schon sehr günstige Ferien. Zum Auswandern hatten sie 40.000 Franken gespart und nach Hause fliegen sie nicht mit leeren Händen. Wir haben nur etwa die Hälfte unseres Budgets aufgebraucht. Das ist nicht schlecht. Ja, das ist mehr als vernünftig. Hast du zu viel? Ja, das hier ist zu viel. Hoppla! Im Südwesten Frankreichs lässt der Familienalltag jedem viel Freiheit. Jedes Kind hat inzwischen oben sein kleines Nest. Unsere neuen Betten. Und die Eltern schlafen im Wohnwagen. Seit zwei Tagen zieht ihr Kätzchen alle Aufmerksamkeit auf sich. Also, was ist mit der Katze? Wir lieben sie alle. Frisst sie gut? Du hast ihr eine Riesenportion gegeben. Sie wird nicht hungern. Da wir von Mäusen geplagt sind, brauchen wir eine Katze. Ich hole mal die Schubkarre aus dem Garten. Gartenarbeit ist für Justine eine Quelle der persönlichen Entfaltung und der Ruhe. Sie schwört auf Permakultur. Dieses Jahr ist alles sehr gut gediehen. Das ist motivierend. Es war wirklich cool. Das Ziel ist nicht, total autonom zu sein, sondern mehr Bezug zu haben zu dem, was man isst. Wir möchten näher an der Quelle unserer Nahrungsmittel sein. Es ist ein besseres Gefühl, den ganzen Zyklus mitzuerleben. Diesen Nachmittag wird ein spezielles Ereignis vorbereitet. Ein Lamm soll geschlachtet werden. Benoit kontrolliert den Kühlschrank, um später das Fleisch darin abzuhängen. Das ist das wichtigste Ereignis bei uns auf dem Hof und wir müssen uns immer darauf vorbereiten. Für Elia ist das nicht einfach. Deshalb hält sie lieber etwas Distanz. Nachdem sie sich einige Zeit in die Jurte zurückgezogen haben, gehen sie zur Herde. Aber Noim möchte auf Distanz bleiben. Bis zum Schluss sorgen sie dafür, dass das Tier gut und respektvoll behandelt wird. Es ist kein belangloser Akt, einem Tier das Leben zu nehmen. Aber es gehört zu unserem Ansatz, möglichst autonom zu werden. Für mich ist es ein sehr außergewöhnlicher Moment. Und meiner Meinung nach sollte das nur gelegentlich stattfinden, damit man dem wahren Sinn dieses Aktes gerecht wird. Dann wird das Fell abgezogen und das Fleisch zerlegt. Die Haut und etwa 20 Kilo Fleisch behalten sie für den Eigenbedarf. Kairo. Hey, was machst du da? Abir verbringt die meiste Zeit mit Schreiben. Sie ist Autorin von verschiedenen Drehbüchern für Fernsehserien.
Ich habe neue Projekte, noch nichts Konkretes, aber ernsthafte Gespräche rund um eine Serie über den Ramadan. Sie ist auch Erzählerin und gibt Englisch- und Theaterkurse. Gleichzeitig geht sie ihrer anderen Leidenschaft nach. Die meisten Teilnehmer sind Ausländer und sie sind im Moment nicht in Ägypten. Aber ja, ich gebe in diesem Raum immer noch meine Yogastunden. Unterdessen ist Jean-Luc in einem Fab Lab, einer Art Laborfabrik in der Nähe ihrer Wohnung. Er gehört hier zu den Stammgästen. Ah, Mohammed, wie geht es dir? Das ist wirklich das Atelier, von dem ich geträumt habe, wo Zusammenarbeit möglich ist und wo mir Mohammed sein Projekt erklären kann. Das ist Teambuilding. Teambuilding. Hier werde ich den 3D-Drucker benutzen, den brauche ich, um meine Lampen herzustellen. Der Vorteil ist, dass diese Maschinen hochpräzise sind. Danach habe ich gesucht. Präzision ist halt ziemlich schweizerisch. Momentan darf ich noch nicht arbeiten. Deshalb mache ich Recherchen und entwickle ein Projekt. Aber er denkt natürlich auch an die nächsten Etappen: Herstellung und Verkauf der Lampen. Ich muss die richtigen Personen finden, auf die ich mich verlassen kann. Das ist nicht einfach. Jean-Luc hat ein Diplom der Kunst- und Designschule in Genf und schätzt hier die Anregung und Kompetenz. Dieses Quartier kennt er gut. Er hat hier seine Adressen und hat schon einige Bekanntschaften gemacht. Danke. Er fühlt sich hier wohl, aber er muss dranbleiben. An gewissen Tagen geht es wunderbar und ich bin super positiv. An anderen ist es schwieriger, weil man alltägliche Probleme lösen muss. Es gibt viel Unvorhergesehenes, also ist es ein ziemliches Auf und Ab. Wir vertrauen auf die Zukunft. Das müssen wir. Weit weg vom Land der Pharaonen, eine Oase in den südlichen Pyrenäen. Da müssen wir aber viel gerben. Ja, das ist viel Arbeit. Justine erkundet gern alle Facetten des Landlebens. Sie ist neugierig, unternehmungslustig und scheut sich nicht vor neuen Erfahrungen. Was ich an unserem Projekt am meisten schätze, ist, mehr selber zu machen. Häufig geht es daneben und man ist etwas entmutigt. Aber dann versucht man es auf einem anderen Weg. Aber ich liebe den Moment, wo man es geschafft hat, etwas selber zu machen. Benoit hingegen ist zum Spezialisten für Zäune geworden. Langsam haben wir die fixen Gehege. Das sind Holzpfähle mit Gittern oder elektrischem Draht. Das sollte die nächsten 30 Jahre halten. Das ist meditativ, weil sich alles wiederholt. Familie Leipzig lebt nur mit einem Lohn. Justine arbeitet 70% in einem medizinischen Labor. Finanziell ist es schwierig. Ich verdiene 1.000 Euro. Das deckt wirklich nur die festen Kosten. Sobald eine zusätzliche Rechnung kommt, wird es kompliziert. Aber Benoit und ich vertrauen darauf, dass es uns an nichts fehlen wird und dass wir immer genug zum Leben haben werden. Und es ist auch eine Lebensschule. Denn wenn mal weniger da ist, tauchen neue Ressourcen auf. Im Yukon haben die beiden Jurassier eine neue Aktivität entdeckt. Wir haben ein Fischerset für Anfänger gekauft. Für Fischer, die keine Ahnung haben. Ah, das stinkt. Das wird schon gehen.
Sie haben Gefallen an diesem Hobby gefunden. Fischen ist auch im Jura beliebt. Wir haben Freunde, die fischen, vor allem einen. Also haben wir vorgesehen, ein paar Fischertage bei uns zu organisieren. Man stellt die Angelrute auf und das Bier daneben und wartet, bis sie anbeißen. Es ist weniger sportlich als hier, aber auch angenehm. Für die beiden, wichtiger als die Anzahl Fische, sind die Gefühle, die in dieser wunderbaren Landschaft aufkommen. In Kairo besuchen Abir und Jean-Luc regelmäßig den Quartiermarkt. Der Waadtländer musste sich an die willkürlichen Preise gewöhnen. 15? Ich zahle 15, weil mein Mann Ausländer ist? Er sagt 15. Nein, höchstens 12. John, wir bedienen uns und schauen nachher. Die Inflation ist aber auch Realität. Die Preise steigen und die Leute sind besorgt. Trotz allem bewundert Jean-Luc das Angebot auf den Regalen. In Ägypten gibt es super Früchte und Gemüse. Man kann wirklich sagen, ein Geschenk des Nils. Hier findet man sehr frische und sehr reife Früchte, im Gegensatz zu Europa. Im Alltag kommt Jean-Luc mit der Sprache zurecht. Aber er muss seine Arabischkenntnisse noch verbessern. Zweimal pro Woche geht er in die Gemeindebibliothek seines Quartiers zum Unterricht. Willkommen. Nimm Platz, bitte. Thank you. Okay. Wie geht es heute mit deinem Arabisch? Sehr gut. Sehr gut. Und deine Arbeit, wie kommst du voran? Es wird schwierig. Können wir das Alphabet machen? B. Also B. B. T. Sin. 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 Sad. Sin. Sin. Du machst das sehr gut, John. Weil du sehr effizient und geduldig mit mir bist. Danke. Okay. Jean-Luc gibt sich Mühe, voranzukommen. Er ist sich bewusst, dass die Sprache der Schlüssel zur Integration sein wird. In der Haute-Garonne findet der Unterricht seit einem Jahr zu Hause statt. Benoît kümmert sich morgens um die Kinder, Justine am Nachmittag. Du fais le total de Joséphine? Oui. Tu peux le noter ici? Zählst du es zusammen? Après, tu fais le total de Maxime? Also gut. Unsere Priorität in der Erziehung, abgesehen vom Fortschritt, ist vor allem die Lust am Lernen. Ich denke, die Kinder haben einen großen Wissensdrang und den wollen wir nicht zerstören. Sie haben ein festes Programm, passen dieses aber der Lust und Laune der Kinder an. Ich habe ihnen vorgeschlagen, einen Morgen lang einfach allein zu lernen. Und sie haben sich für Chinesisch entschieden. Das war eines der Fächer, das zur Auswahl stand. Elia ist gerade am Chinesisch lernen. Im Allgemeinen sind wir alle sehr froh mit diesem System und es passt zu unserer Lebensweise. In Ägypten wird heute ein großes Fest vorbereitet, etwa eine Autostunde von der Hauptstadt entfernt. Abir und Jean-Luc sind schon seit einem Jahr verheiratet. Endlich wollen sie mit Freunden feiern. Die offizielle Zeremonie beginnt. Für Abir und Jean-Luc nimmt das Leben hier Schritt für Schritt neue Formen an.
Sie glauben an ihre beruflichen Projekte, aber auch an ihr privates Glück. Man wünscht uns viel Erfolg für unsere Projekte und unser Leben. Und eine große Familie mit 6 Kindern. Ja, genau. Da hätte er eine 20-Jährige heiraten sollen. Inshallah. In Frankreich haben auch Justine und Benoît Träume und Projekte. Das Wichtigste ist ein kleiner Schuppen für die Landwirtschaft. Der Schuppen soll als Trocknungsraum und zum Direktverkauf der Produkte verwendet werden. Um ihn zu bauen, haben sie eine Finanzierungskampagne lanciert. In den 4 Jahren haben sie ihren Weg gefunden und bereuen nichts. Es ist okay für mich, wenn es so weitergeht. Solange wir uns im Moment mit der Familie und den Leuten um uns herum wohlfühlen, ist es richtig so. Für mich ist die Bilanz jedenfalls sehr positiv. Für mich auch. Es ist ein schönes Abenteuer, sich gemeinsam zu entwickeln und zu viert vorwärts zu kommen. Hier haben wir dieses schöne Land als Grundlage dafür. Für Aline und Fred ist der Traum von einem neuen Leben in Kanada ausgeträumt. Nach einem spannenden Jahr nehmen sie es aber gelassen. Die Dinge kamen anders als geplant. Aber jetzt wissen wir es. Die Frage, ob unser Leben in der Schweiz oder hier stattfinden wird und ob es woanders besser ist, steht nicht mehr im Raum. Das ist unsere Erfahrung. Sie haben das Abenteuer gewagt. Wie Tausende von Schweizern, die zu neuen Horizonten aufbrechen, immer auf der Suche nach dem Glück. Und davon. Mit der Mobiliar. Versicherungen und Vorsorge.